Terranigma ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Das SNES-Rollenspiel von Entwickler Quintet zählt auch heute noch zu meinen absoluten Favoriten. Die Action stimmt, das Worldbuilding ist fantastisch, die Musik ergreifend und die Story einmalig. Terranigma erzählt einen Erschaffungsmythos, in dem ich als Held erst die Kontinente, dann Flora, Fauna und schließlich die Zivilisation wiedererwecke und maßgeblich Einfluss nehme auf die Welt um mich herum. Noch heute begeistert mich dieses Spiel wie kaum ein anderes und ich wünschte, ich könnte euch einfach einen Link zur eShop-Version bei Nintendo schicken oder mich auf ein aktuelles Remake freuen. Stattdessen ist Terranigma aber ein Liebhabertitel, der ausschließlich für das Super Nintendo veröffentlicht wurde. Und das auch nur in Japan und Europa. Ein US-Release gab es damals nicht. Publisher Enix, die vor allem für die Dragon Quest-Reihe bekannt waren, stellten ihre US-Aktivitäten kurz vor der Fertigstellung der Übersetzung ein. Entsprechend ist das Action-RPG heute lediglich ein Geheimtipp in einem der größten Videospielmärkte der Welt. Terranigma erschien zudem erst 1995 in Japan und 96 in Europa. Zu dem Zeitpunkt gab es bereits die erste PlayStation, das 3D-Zeitalter begann. Ein 2D-Sprite-Spiel hatte es umso schwerer, die Leute vom Hocker zu hauen. Entwickler Quintet konnte im Anschluss keine weiteren großen Erfolge feiern, trotz guter Verkäufe auf dem Super Nintendo von Spielen wie ActRaiser. Zuletzt halfen sie bei der Entwicklung von Shenmue, entwickelten ein Inuyasha-Spiel für die PlayStation 2 und dann war Schluss. Heute erzählen nur noch die Fans wehmütig von den großen Spielen Quintets. Und es herrscht allgemeine Verwirrung um den Verbleib des Entwicklerteams und die rechte Lage der alten Spiele. Warum erzähle ich euch nun das Ganze? Weil es absolut hoffnungslos war, jemals wieder etwas von Terranigma zu hören. Eines der Spiele, das mich mit am meisten geprägt hat, konnte ich immer nur als gebrauchte Version oder Emulator-Download empfehlen. Eine frustrierende Situation. Doch jetzt gibt es einen ganz kleinen Funken Hoffnung. Im April wurde ich auf den Twitter-Feed von Kamui Fujiwara aufmerksam, dem Art-Designer von Terranigma. Er postete zum 25-jährigen Jubiläum des Spiels haufenweise hochauflösende Konzeptkunst aus seinen Archiven mit kleinen Informationsschnipseln auf Japanisch. Noch immer veröffentlicht er regelmäßig Artworks des RPG-Klassikers. Das allein ist schon sehr aufregend. Es erlaubt einen seltenen Blick hinter die Kulissen der sonst zu wenig dokumentierten Entwicklung dieses Meisterwerks. Jetzt wird es aber noch besser. Über Reset Era erfuhr ich von einer Petition auf change.org, in der japanische Terranigma-Fans in Zusammenarbeit mit Art- und Character-Designer Kamui Fujiwara und Terranigma-Komponistin Miyoko Kobayashi um die Archivierung und Portierung des Rollenspiels kämpfen. Auch von einem Remake ist die Rede. Im Kern geht es aber vor allem um die Wiederbelebung des Spiels. Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu erregen und klarzumachen, dass immer noch ein Verlangen besteht nach diesem einmaligen SNES-RPG. In der Hoffnung, dass die Rechteinhaber bei Square Enix oder wo auch immer sonst einem Re-Release von Terranigma grünes Licht geben. Und was für eine schöne Geschichte das wäre. Ein Spiel, in dem die Wiederbelebung ein Kernthema darstellt, das erst sterben musste, um von den Leuten, die es berührte, Jahrzehnte später wiederbelebt zu werden. Also, an der Stelle die Bitte. Helft mir und allen Terranigma-Fans dort draußen, indem auch ihr diese Petition unterzeichnet und Aufmerksamkeit für dieses bewegende Stück Videospielgeschichte schafft. Und tut euch den Gefallen, spielt Terranigma, hört euch den Soundtrack an, besucht Kamuis Twitter-Feed und liked seine Artworks oder schaut ein Let's Play zum Spiel. 2015 zeigte ich in einem LP auf der Superkreuzburg etwa Mats Terranigma und auch er war am Ende begeistert. Und das ganz ohne Nostalgie. Die Links zur Petition, zum Reset Era Thread und Kamuis Twitter-Account findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr unterschreibt, vergesst bitte nicht, eure E-Mail-Adresse zu bestätigen, damit die Signatur auch wirklich zählt. Es ist nur ein kleiner Hoffnungsschimmer und trotzdem der größte, den ich je sah für die Wiederveröffentlichung dieses RPGs. Terranigma verdient mehr Aufmerksamkeit. Es verdient es, auf der gleichen Stufe zu stehen wie die Final Fantasies, Personas und Niers da draußen. Und wer weiß, vielleicht hören wir dann bald auf einer Nintendo Direct die Hymne von Licht und Dunkelheit.